Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Anna Heinze. Ich bin Coach, ich bin Lehrcoach, ich bin Autorin, ich bin Vortragende, ich bin Seminarleiterin und so einiges mehr. Sichtbar sein mit Ecken und Kanten ist das Thema, um das mich Christina Emma gebeten hat. Darüber was zu erzählen oder zu schreiben oder was auch immer. Und sie brauchte es relativ schnell. Nun sitze ich hier in einer wunderschönen Gegend auf der Insel Lanzarote. Und das passt so hervorragend zum Thema, dass ich das gerne erzählen möchte für euch alle Zuschauer. Warum ist das so spannend? Und jetzt seid nicht gelangweilt, wenn ich euch einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzähle. Nämlich, wie hat alles angefangen? Es war 1988. 1988 war ich richtig am Arsch, und zwar im Frühjahr. Ich sage richtig am Arsch, ja. Ich hatte meinen Job verloren, was heißt, ich habe ihn beendet. Ich habe sogar noch meine Nachfolgerin eingearbeitet, weil die Umstände einfach nicht mehr erträglich waren. Ich habe meine Beziehung beendet, zeitgleich. Meine Kinder lebten mit ihrem Vater mit einer neuen Frau zusammen, die urplötzlich jeden Kontakt verhindert hat. Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Genauso. Und ich rief einen Freund an, der 1988, ja, es wird nicht anders, 1988 war es, genau 400 Meter entfernt Luftlinie hier auf der Insel Lanzarote lebte. Ich zeige euch nachher noch die Stelle. Thomas Zacharias. Ich rief ihn an, heulend, heulend, und sagte: Thomas, kann ich mal zu dir kommen? Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich buchte einen Flug für 14 Tage. Und blieb 4 Monate. Was nämlich zwischenzeitlich passiert war, hatte etwas mit Sichtbarsein, mit Ecken und Kanten zu tun. In den Jahren davor habe ich berufsbegleitend, ich arbeitete damals in einer Modeagentur 5 Jahre lang, habe ich berufsbegleitend, immer wenn keine Saison war, verschiedene Ausbildungen gemacht, die mich wirklich persönlich interessiert haben. Mode, naja, das ist oberflächlich, das war Kleiderständer, das war nicht spannend, ja. Immer wenn ich Freizeit hatte, habe ich mich weitergebildet in klientenzentrierter Gesprächsführung, in Massagen. Ich habe Reiki gemacht. Wir reden von den 80ern, ne? New Age. Ich habe jeden esoterischen Brimborium mitgemacht, was so gab. Meditiert ohne Ende, Encounter-Gruppen besucht, bin Sannyasin geworden, also Anhängerin von Osho. Ach, es war eine aufregende Zeit. Und dann kam eben diese absolute Tiefphase in meinem Leben. Und ich fuhr zu meinem Freund und setzte mich dahin. Und der sagte: Du, pass mal auf, komm mal heute Abend mit. Da gibt es jetzt hier ein Seminar- und Therapiezentrum, Etora. Und ich ging mit ihm dahin, so wie ich war, nur ziemlich, ihr wisst schon. Und lernte lauter unheimlich spannende, tolle Menschen kennen. Es gab hier wunderbare Selbsterfahrungsseminare, es gab Events auf der Insel, das war Singen und Meditieren und Mantra singen in einer Kirche in Je. Es war Morgenaufgangs Four Direction Meditation bei Ebbe im Meer. Es gab noch unendlich viele schöne Sachen in diese Richtung. Und ich war einige Wochen da. Und dann bekam ich vom Leiter dieses Zentrums, Wolfgang Maiwurm, das Angebot, dort zu arbeiten. Und siehe da, mit Ecke und Kanten war ich hier angekommen, und auf einmal wurde es rund. Ich blieb 4 Monate, dann fuhr ich zurück nach Deutschland, habe meine Wohnung aufgelöst und bin ganz nach Lanzarote übergesiedelt. Und habe hier meine allerersten Tätigkeiten als Therapeutin und Seminarleiterin gehabt. Mit all dem Wunderbaren, was mir hier geboten wurde. Ich konnte nämlich einfach ausprobieren. Ich konnte machen. Es hat mich nicht großartig interessiert, was man macht und wie man es macht. Es war einfach, mir wurde ein Forum geboten, es auszuprobieren. Insofern war Wolfgang Maiwurm ein ganz großer Mentor für mich. Und er hat es einfach gefördert mit diesem Etora-Zentrum, was es heute leider nicht mehr gibt, einfach auszuprobieren und mit Menschen zu arbeiten, mit ihnen zusammen zu sein, zu spüren, was tut gut, immer wieder regelmäßiges Feedback zu haben. Wir haben so schöne Teamrunden gehabt, lauter Therapeuten aus dem In- und Ausland, aus eben Spanien, Deutschland, England, die hier Angebote gemacht haben. Es gab regelmäßig Gruppenevents und Seminarausschreibungen. Und was damals so Rang und Namen hatte an Gurus und Therapeuten, tauchte hier auf der Insel auf.
ein, zwei, drei Wochen, hielt Seminare, große Events, es gab Kongresse, es gab ja lauter spannende Geschichten. Und ich mittendrin. Dann kam die Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, hier ist es zu Ende, ich gehe nach Deutschland zurück. Da muss in Deutschland aber Heilpraktikerin sein oder Arzt sein oder Diplompsychologe, um arbeiten zu können. Coach, der Begriff, wir reden von immer noch 1988. Es war dann damals Herbst 88. Coach, das gab es damals noch gar nicht. Also wurde ich Heilpraktikerin. Habe mich auf Psychosomatik spezialisiert. Und so ging das weiter und weiter. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du zu deinen Ecken und Kanten stehst und nicht diesen wahnsinnigen Perfektionismus, den ich auch in mir hatte, sehr stark übrigens, also wie ich sein muss und wie ich mich darstellen muss und performen und was professionell ist und was man tun darf und was man nicht tun darf. Da gibt es natürlich ein paar wirkliche Grundregeln, auf die ich heute auch immer noch sehr stehe. Aber wenn ich nicht damals diese Möglichkeit gehabt hätte, einfach zu machen und zu tun und damit sichtbar zu werden, dann wäre ich es wahrscheinlich heute noch nicht. So, das heißt, wir sind ganz stark darauf angewiesen, erstmal Mut zu haben. Manchmal kommt der Mut durch Not. Wenn ich diese Notsituation nicht gehabt hätte, wirklich so psychisch, seelisch, mental, emotional richtig down gewesen zu sein, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht einfach hier auf die Insel begeben oder ich wäre vielleicht sogar nach 2 Wochen einfach wieder nach Hause gefahren, hätte einen Urlaub gehabt. Aber so war es wirklich so, dass ich gesagt habe, was soll ich zu Hause? Ich habe was, es gibt keinen Grund, es gibt keinen Sinn. Und hier fand ich plötzlich einen Sinn. Ich sah, dass ich gebraucht werde. Ich sah, dass ich was Nützliches tun kann. Ich sah, dass ich vielen Menschen wirklich wertvolle Hilfe geben konnte mit dem, was ich damals konnte, was ich nur in Ausbildungen und Seminaren gelernt habe. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, ihr lieben Coaches und Trainer und Therapeuten und Berater. Wenn ihr nicht irgendwann ankommt in der Praxis, dann könnt ihr eine Ausbildung nach der anderen gemacht haben und noch mehr gelernt haben. So wie ich war richtig, ich war so ein Ausbildungsjunkie. Ja? Und mit dies nochmal, jenes noch. Und immer habe ich gedacht, ja, aber mit Leuten arbeiten, das kann ich doch nicht. Dazu muss ich noch mehr lernen. Dazu brauche ich noch mehr Impulse. Da muss ich noch perfekter sein. Und das geht so noch nicht. So gut wie der und der, ne, Vergleiche, ganz schrecklich, bin ich noch lange nicht. Also habe ich es gelassen. Bis diese Situation kam. So, natürlich war ich dann immer noch nicht richtig gut und richtig perfekt, so für mich, ja, wie ich das fand. Aber das Feedback war klasse und deswegen habe ich mich dann getraut, in Deutschland es auch zu tun. Und habe dann die Erfahrung gemacht, wenn ich dazu stehe, wie ich bin und mich nicht verbiege, sondern glaubhaft auch sage, das kann ich nicht. Zum Beispiel beim Klienten, das ist nicht mein Fachbereich. Mit diesem Klienten kann ich nicht arbeiten. Ich habe ja mit jedem Klienten ein erstes Kennenlerntelefonat. Und wenn ich dann darin erkenne, das passt gar nicht, dann sage ich das. Und das ist etwas, was ich wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz dringend rate, jedem, der mit Menschen arbeitet. Nimm nicht jeden, nimm einfach nur diese Menschen, von denen du das Gefühl hast, da ist wirklich große Sympathie da. Da ist Vertrauen da. Da ist für dich auch das fachliche Know-how da, dass du das Gefühl hast, ja, mit dem kann ich gut arbeiten und es wird Spaß machen, es wird für dich Freude machen, weil dann macht es auch für diesen anderen Menschen viel, viel große Freude. So, sichtbar mit Ecken und Kanten. Nun hatte ich damals noch, wir reden immer noch von 88 bis 1994, immer wiederkehrende extreme Episoden mit tiefen Depressionen. Die kamen und gingen. Das waren schlimme Wellenbewegungen. Ja. Und in denen fühlte ich mich, wenn ich ganz unten war, total unfähig, gelähmt, dunkel, tiefe schwarze Nacht. Und das habe ich lange Zeit wirklich zu verstecken versucht. Ich habe immer nur gedacht, so abwarten, abwarten, es wird irgendwann vorbei sein, es geht wieder weg. Ich kenne es ja schon, ja. 20 Jahre lang hatte ich diese Depressionen. Und so gingen sie auch immer wieder weg. Aber ich habe immer so getan, also mir geht's gut, ich bin boah, super drauf und alles fein, ja. Ich habe nie jemandem davon erzählt. Nur ganz, ganz wenige Menschen wussten das. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich Klienten hatte, die hochbegabt sind, hochsensibel, hochsensitiv, das ist mein Schwerpunkt-Tätigkeitsbereich, die Scanner-Persönlichkeit, die Vielbegabten, also außergewöhnliche Menschen. Ja? Und dann fragte mich eine Klientin, die sagte, ist denn das normal, dass so viele Menschen, die so sind wie ich, eben außergewöhnlich normal und besonders begabt, unter Depressionen leiden? Und dann wurde mir klar, ja, genau das ist so.
Und wie könnte ich die mehr ermutigen, dazu zu stehen, indem ich, als wenn ich es ihnen klar mache, dass auch ich dazugehöre. Und so schrieb ich vor einiger Zeit einen Blogbeitrag über die dunkle Nacht der Seele, auch als Coach, auch als Trainer, auch als Berater. Ich habe selten so viel Resonanz auf einen Blogbeitrag bekommen. Es ist wirklich wichtig, dass du, egal was in dir gerade ist, damit ganz authentisch bist. Ich habe noch eine Phase in meinem Leben gehabt. Das war einige Jahre später, Anfang der 90er. Nee, stimmt überhaupt nicht. Anfang 2000 war es. Anfang 2000, also 15 Jahre später ungefähr, hatte ich in meiner nächsten Ehe, ne, drei Kinder, Mädchen gleichzeitig in der Pubertät. Ich sage euch, das war so Hölle. Guerillakrieg ist ein Dreck dagegen. Ja? Also es war wirklich sehr, 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 sehr schwierig. So, ich habe also mit diesen Pubertätsschwierigkeiten wirklich zu kämpfen gehabt. Es war eine fette Ecke und noch eine größere Kante in meinem Leben. Und was habe ich gemacht? Ich habe darüber gesprochen, ich habe das gezeigt, ich habe Vorträge gehalten. Der am meisten besuchte Vortrag und der Kurs, der immer wieder wiederholt und mehrfach geteilt wurde, weil es so viele Anmeldungen gab, war: Wie umarme ich einen Kaktus? Muttersein in der Pubertät. Ja, weil es meine eigene Ecke und Kante war. Ich war auf einmal Experte geworden darin. So, und ich war, weil ich wusste, ich bin total herausgefordert als Mutter. Ich bin völlig angestrengt. Ich bin manchmal mit den Nerven am Ende. Ich bin auch da wirklich, wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen manchmal. Ich war deswegen authentisch, ich war glaubhaft und die Leute kamen, kamen, kamen. Egal, was ich da erzählt habe, ob es ein Vortrag war, ob es Coachings waren oder ob es Seminare waren. Die Kurse waren immer mehrfach ausgebucht. So, und auf diese Art und Weise habe ich immer wieder eigene Ecken und Kanten und Stolperfallen meines Lebens gehabt, bewältigt und bin sichtbar geworden damit. Und das ist was, wozu ich dich gerne einladen möchte, dir zu überlegen, was ist denn jetzt gerade das, was deine Ecke und deine Kante gegenwärtig im Leben ist. Und wie ist es, wenn du damit nach außen gehst, wenn du ganz authentisch und glaubhaft dazu stehst? Ja, das gehört dazu. Und dann kannst du immer noch auf deine Kompetenz bauen und auf deine fachliche Kompetenz vor allen Dingen. Denn ich gehe davon aus, Coaches, Trainer, Berater, Therapeuten, ihr habt alle eine richtig gute Ausbildung. Ja? Ihr seid nicht irgendwie mal zu einem Wochenendkurs gegangen und habt gesagt, jo, und jetzt mache ich das, weil meine Freundinnen fragen mich immer um Rat. Und deswegen bin ich ein guter Coach, habe ich leider sehr, sehr oft schon erlebt. Nee, nee, ich rede von richtig fundierter, solider Ausbildung und Grundkenntnissen. Das heißt, ihr habt Handwerkszeug gelernt. Richtig gutes, professionelles Handwerkszeug. Und mit diesem Handwerkszeug bist du immer ein Stück voraus. Selbst wenn du ein eigenes Thema hast, dadurch kannst du immer wieder ein Stück voraus sein vor deinem Klienten, vor den Menschen in deinen Seminaren. Du hast es erlebt, du hast es gelöst. In einer akuten Situation, bitte, akute Depression, Burnout, total Frust, da macht das keinen Sinn, ist klar. Ja? Also wir gehen schon davon aus, dass ihr immer ein Stück voraus seid und dass ihr einfach ein Stückchen mehr wisst als die Klienten, die zu euch kommen. Und dazu stehen, ich denke, Nick Vujicic zum Beispiel, der Mann ohne Arme und Beine. Vielleicht kann Christina da einen Link dazu reinsetzen. Ist ein wunderbarer Mensch, der mit seinen Ecken und Kanten, nämlich fehlende Arme und Beine, einer der besten Motivationstrainer geworden ist, die ich in meinem Leben je kennengelernt habe. Ganz wunderbar. Das heißt, wir können also auch aus dem, was uns behindert, was uns einschränkt, was uns das Leben schwer macht, eine große Chance machen. Eine große Chance. Ich kenne Coaches, die waren früher mal drogenabhängig. Ich kenne welche, die waren Alkoholiker. Ich kenne welche, die haben auf der Straße gelebt. Und alles das hat sie nur noch stärker gemacht. Hat sie zu dem werden lassen, wo sie heute sind. Ich weiß noch, ich hatte mal eine Phase in meinem Leben, boah, ist ewig lange her, da bin ich mit 10 D-Mark in der Hand in einen Supermarkt gegangen, um zu gucken, wie viel Kalorien ich damit kriege. Ich habe wochenlang von Knäckebrot mit Senf gelebt und Maggi-Grießklößchensuppe, die ich seitdem nicht mehr sehen kann. Das hat mir aber die Fähigkeit gebracht, nachvollziehen zu können, wie es anderen Menschen geht, die in einer ähnlichen Situation jetzt sind. Und diese Ecken und Kanten, das ist eure eigene Biografie, das mitzunehmen in eure Arbeit, zu transportieren, transparent zu machen, ist ein wirklich wichtiger Tipp, den ich euch gebe.
Versucht nicht so zu tun, als hättet ihr überhaupt keine Probleme gehabt und auch keine Fehler und auch keine Krisen. Von den Krisen lernen wir. Am Glück, sage ich immer ein bisschen provokativ, ist aber noch keiner gewachsen. Stimmt doch, ja? So, je mehr ihr dazu steht, welche Krisen ihr in eurem Leben erlebt habt, wie ihr sie bewältigt habt und auch dieses Bewältigen als Potenzial weitergebt an die Menschen, umso mehr werdet ihr als Coach sichtbar und zwar als richtig guter Coach sichtbar. In den Coaching-Ausbildungen, die ich mache, ist immer das Sichtbarwerden das größte Problem. Das größte Problem. Wirklich. Also ich weiß nicht, also fachlich ist, das kommt fast nie vor, dass dann jemand sagt, aber ich kann noch nicht genug. Nee, nee. Es geht darum, ja, aber ich als Mensch, ich habe doch noch Defizite. Ich habe doch die und die und die Themen noch nicht gelöst. Wie kann ich also dann mit anderen arbeiten, wenn ich noch nicht erleuchtet bin? Ja? Das ist so diese Vorstellung des Perfektionismus als Coach, Trainer, Berater, Therapeut, whatever. Drüber stehen. Löse dich davon. Mach dich frei davon, trau dich auch unperfekt zu sein und diesen Unperfektionismus zu polieren, zu kultivieren, zu veredeln und damit zu leben. Es lohnt sich wirklich. Als kleine Übung dafür, überleg dir bitte, wo hast du diese Ecken und Kanten? Wie sehen die aus? Sind es gegenwärtige, aktuelle? Oder sind es welche in der Vergangenheit, also richtig fette Krisen, die du erlebt hast? Wo sind Herausforderungen gewesen, die dich wirklich an die Grenze dessen, was du leisten kannst, gebracht haben? Was sind wirkliche Widerstände in deinem Leben, die dir von außen möglicherweise entgegengekommen sind und die du bewältigt hast? Was sind diese Stolpersteine in deinem Leben, die Hürden? Alles das, was richtig schwer war, schreib dir das auf. Wirklich. Mach mal so eine kleine Liste der Desaster deines Lebens. Ein Dilemma nach dem anderen. Ja, das darf ruhig länger sein. Je nachdem, wie alt ihr seid. Also ich bin jetzt 55. Meine Liste wird ziemlich lang. Ja. Schreib es auf. So, und jetzt kommt der zweite Teil. Daneben schreibst du dann bitte, wie hast du es gelöst? Wie bist du da durchgegangen? Was war dann deine Erkenntnis, nachdem du durch warst? Ne? Wir haben die Sinuskurve unten, wo alles ganz scheiße, ja, ist klar. Dann geht es rauf durch deine Wege, die du ergriffen hast und diese Wege zu transportieren in, was hast du daraus gelernt? Ne? Und das allererste ist natürlich, wenn du wieder in einem Tief bist, also man kommt heraus. Das ist die Sinuskurve des Lebens, das ist immer so, man kommt automatisch raus, es ist nicht verhinderbar. Aber wir können das mit unserem professionellen Tun für andere Menschen beschleunigen. Und wir können ihnen natürlich, wenn sie da unten sitzen, schneller raushelfen, als wenn sie alleine da sind und alles alleine bewältigen müssen. Also mach eine Bestandsaufnahme. Welche Ecken und Kanten sind deine? In welchen Ecken und Kanten und richtig fetten Krisen bist du Experte? Und diese Expertise bring nach außen, sprich drüber, schreib drüber, erzähl darüber. Auch im Gespräch mit dem Klienten, ne? Narratives Coaching, Storytelling kann durchaus eigene Geschichten enthalten, kann durchaus über das erzählen, was du selber erlebt, durchlebst und gelöst hast. Sei mutig, trau dich wirklich und schreib all das auf, was du richtig fett an schlimmen Dingen erlebt hast und wie du rausgekommen bist. So, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ich versuche euch jetzt noch zu zeigen, was ich da draußen sehe, wenn ich rausschaue. Und dann nehme ich euch mal mit. Und dann könnt ihr das euch anschauen und sehen, wovon ich gerade gesprochen habe. Ich gehe also raus auf meine wunderbare Terrasse. Ich habe gerade erzählt, da draußen, 400 Meter entfernt, da fliegen Möwen. Schaut mal. So sieht es da hinter mir aus. Da oben. Da habe ich gesessen in diesem einen kleinen Haus und habe gelitten und fand das Leben ganz schrecklich. Seht ihr den Blick? Das ist Heilung. Das ist für mich relaxen, entspannen. Da hinten die Insel La Graciosa, Caleta de Famara. Mein Zuhause. Mein zweites Zuhause hier auf der Insel. Ich danke euch fürs Zuhören. Auf bald. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao, eure Anne.